Hallo Officer, schön, dass du wieder am Start bist. Ja, eine neue Folge, eine neue Schicht. Mal gucken, was uns heute so erwartet. Wir haben ja beim letzten Mal festgestellt, dass wir hier so gut wie gar nichts erkundet haben. Jetzt haben wir da keine Fußstreife, jetzt haben wir hier eine. Ich würde sagen, machen wir hier eine. Aber ich glaube, hier hatten wir schon. Egal, wir gehen rein und gucken, wie es ausschaut. Dann, wir sehen uns im Büro. Da sind wir auch schon im Büro. Fußstreife steht an, also Mützchen auf. Finde Drogendealer und setze sie fest. Okay. Drogendealer, ja, würde ich sagen, gucken wir, dass wir nach hier kommen. Irgendwie so Richtung Park. Das heißt, wir gehen links rum, folgen der Straße und kommen drauf. Sehr schön. So, wir werden uns natürlich auch den Leuten annehmen, die nicht ganz so Ich unerlaubte halte Sie Straße an, weil Sie überqueren. unerlaubt die Straße überquert haben. Nein, bin ich nicht. Sie müssen sich irren. Ja. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Wir werden uns natürlich auch den Bitte sehr, Leuten Officer. widmen, die Mist bauen. Sagen wir es einfach so. Okay. Waffenschein ist vorhanden. Okay, es ist ein Führerschein. Soweit passt alles. Die Person schaut sich ständig um. Zitternervosität, illegale Waffen, Drogen. Ja, also da gehen wir gleich nochmal drauf ein. Jetzt gibt es erstmal fürs unerlaubte Ich Überqueren stelle Ihnen einen den Strafzettel für das Strafzettel. unerlaubte Überqueren der Straße aus. Etwa $25. Ach, kommen Sie schon, so viel? Ja, die Person klingt wütend. Na, Ich was muss wird Sie die jetzt durchsuchen. sagen, Arbeiten Sie bitte mit mir wenn man zusammen. jetzt aufgrund des, dass sie sich ständig umschaut, hier durchsuchen? Okay, da war nichts dabei, dann kann sie gehen. Sie können jetzt gehen. Schönen Tag noch. So. Moment, laufen wir in die richtige Richtung? Das sieht gerade nicht so aus. Ne, tun wir auch nicht. Okay, Kehrtwende. Moment mal. Wir standen gerade hier. Wir müssen die Straße rein. Die da. Hi. Hey. Einmal zurückgrüßen. Und weiter geht's. Hier ist kein Parkstreifen. Sehr schön. Dann können wir durchlaufen. Keine Ampel. Können wir auch durchlaufen. So. Schauen wir mal, was wir hier sonst noch so finden. Und weiter geht's. Ja, das war gerade der Taxi, was zu schnell unterwegs war. Mittwochs ab 12 Uhr darf man da nicht stehen. Noch einmal vor 12, aber der darf eh nicht mehr hier stehen. Oh. Also, wir haben vor einem Hydranten parken. Wir haben ein abgelaufenes Kennzeichen. Und damit haben wir Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Abschleppen, Standort bitte. schicken? Ich habe hier einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Ein Abschleppwagen wird in Kürze bei Ihnen eintreffen, Officer. Oh, läuft doch. So. Warte mal hier. Passt. Ich glaube, wir sind noch auf dem richtigen Weg. Ja, sind wir.
Oh, den holen wir raus. Hey, hey, fahren Sie an den Straßenrand. So, dann fahren wir rechts ran. Sehr schön. Ich halte Sie an, weil Ihr Auspuff... Ich muss Sie festhalten, weil Ihr Fahrzeug zu viel Qualm ausstößt. Sie haben völlig recht. Ich lasse das morgen reparieren. Ja. Würden Sie mir bitte Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Männlich? Okay. Das stimmt auch. Wir haben einen Unfall gehört. So, sehr schön. Ja, sie scheint nervös zu sein. Okay. Dann gibt's jetzt erstmal wegen dem qualmenden Auspuff den Strafzettel. Ich muss Ihnen einen Strafzettel wegen Fahrens mit rauchendem Auspuff ausstellen. Das macht 300 bis 400 Dollar. Ich dachte nicht, dass das so teuer wird. Ja, siehst du mal. Dann bitte verlassen aussteigen. Sie bitte Ihr Fahrzeug und kommen Sie auf den Bürgersteig. So. Ich habe hier eine verletzte Person, RTW, erbeten. Da kümmern wir uns eben schon mal um die Verletzten. So. Dann Alkohol und ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Drogeneinfluss gefahren sind. Nein. Alles klar. Ich nehme nur eine Probe, um zu prüfen, ob Sie unter Alkoholeinfluss gefahren sind. Nein, okay. So. Aber sie ist... Ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen. Und? Nein, okay. Darf ich jetzt eigentlich schon... Durchsuchen den Verdachtfahrer unter Alkohol, Drogen. Kann mal bitte der Text da unten weggehen? Ein Verbrechen. Ja. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Hallo. So, aber ich verhafte Sie aufgrund der Hintergrundprüfung eines gestohlenen Ausweises. Ich muss Sie wegen Besitzes eines gestohlenen Ausweises verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Bitte tun Sie das nicht. Doch, tue ich. So, zack. Durchsucht habe ich Sie ja schon. Dann kann ich jetzt das Fahrzeug durchsuchen. Da haben wir nichts. Da haben wir schon mal 14 Gramm Marihuana. Na, was finden wir noch? Ein Wurfstern. So, was kommt noch? Was finden wir denn noch hier? Eine Handfeuerwaffe. Ich glaube, sie hatte einen Waffenschein. So, und was finden wir hier noch? Kaugummi und Brille. Okay. Ich habe einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Schick bitte einen Abschleppwagen an meinen Standort. Und ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an ihren Standort. Sehr schön. So, dann ist das geklärt. Dann schauen wir mal. Können Sie mich hören? Ich bin immer noch geschockt. Was ist passiert? Mir geht's aber gut. Was genau haben der Sie gesehen? Ist größer als ich bin Schmerz. Immer noch geschockt. Sie es allein ich muss erst mal den Kopf freikriegen. Wir müssen uns das näher anschauen. Okay, okay Doc. Das kriege ich hin. Können Sie mir bitte Ausweis. Ihren Führerschein und den Fahrzeugschein zeigen? Okay, Officer. Bitteschön. Was haben wir denn da? Eine Frau. Okay. Das passt. Okay. Können wir also erstmal zurückgeben. Alkohol und Drogen. Ich muss nur eine Probe nehmen, um zu sehen, ob sie unter dem Einfluss illegaler Substanzen stehen. Nope. Dann.
Okay, Alkohol. Wir schauen nur nach, ob sie unter Alkoholeinfluss stehen. Nope. Okay. So, gibt's noch Zeugen, die hier irgendwo rumstehen? Was ist mit dir? Sie und begleiten mich zum Streifenwagen. Was hast du? Können Sie mir sagen, was Sie gesehen haben? Tut mir leid, ich habe nichts gesehen. Okay, sie hat nichts gesehen. Steht aber noch. Zeigen Sie mir Ihren Ausweis, bitte. Immer diese Gaffer. Natürlich, Officer. Bitteschön. Eine Runde Hintergrundprüfung. Passt soweit. Können wir zurückgeben. Alles gut. Einen schönen Tag noch. Na? Haben wir noch irgendwelche Zeugen? Hallo, Bürger. Hallo, Officer. Können Sie mir bitte weiterhelfen? Ich war gerade bei dir. Hättest du das dann? Entschuldigen Sie, Officer. Ich kann das Nataschas nicht finden. Können Sie mir bitte sagen, in welcher Richtung das liegt? Ja, ich schaue, ob ich es auf der Karte finde. Das Nataschas, das kennen wir doch schon. Ja, hier haben wir sehr viel. Das ist sehr gut. Da. Vielen Dank, Officer. Jo. Nee, sonst sehe ich hier keine Zeugen. Gut, dann eine Runde knipsen. Okay. Willst du mir sagen, es gibt nichts zu knipsen? Wäre der erste Unfall, wo es nichts zu knipsen gibt. Vor allem, wir haben hier nur ein Fahrzeug. Und, ja. Der Bericht ist ausführlich, ja, sehr schön. Jetzt will ich gerade was wissen. Das war Fokus. Und... das müsste sie sein, ja. Das passt soweit alles. Okay, dann, ja, gibt's den Bericht. Bitte nehmen Sie Ihren Unfallbericht. Scheint in Ordnung zu sein. Danke, Officer. Ja, und dann kann sie auch alles gehen. Klar, Sie dürfen gehen. Schönen Tag noch und passen Sie auf sich auf. Sehr schön. So, steigt die jetzt ein? Nein, die steigt nicht ein. Doch, sie steigt ein. Wollte erst noch das Telefonat beenden. Okay. Kurz warten. Zack, sie fährt weg, er fährt weg, der fährt weg, er fährt weg. Und die zwei gehen nicht zum Streifenwagen. Okay, dann machen wir mal weiter. So. Wir sind ja immer noch auf der Suche nach Dealern. Das Kennzeichen ist noch gültig, das sehen wir ja mittlerweile an der Farbe, aber wir schmeißen noch mal einen Blick drauf. 24. Ja, gilt der Wagen vielleicht als gestohlen? Oh, gilt er nicht. So, dann kann man. Könnt ihr einen Abschleppwagen an meinen aktuellen Standort schicken? Ich habe ja einen Wagen, der abgeschleppt werden muss. Wer hat jetzt Abfall weggeworfen? Der Standort ist derzeit nicht erreichbar. Wir schicken so schnell wie möglich einen raus. Da hinten. Der, ja, hier. Ich halte sie fest wegen... Sie haben Müll auf die Straße geworfen. Ist doch nicht so schlimm. Boah. Ihren Ausweis bitte. Läuft. Hier ist er. Und was haben wir da? Passt soweit alles. Kein Haftbefehl. Gerötete Augen. Einmal ich muss sie durchsuchen, um festzustellen, ob sie etwas Illegales bei sich führen.
Ja, schauen wir mal gerade schnell. Lassen Sie mich in Ruhe! Die Person flieht. Ah, sehr schön. Halt! Zwingen Sie mich nicht, meine Waffe einzusetzen! So. Das war das erste Mal. Polizei! Stehen bleiben! Sofort! Das war das zweite Mal. Da war er zu weit weg, dass er was sagt. Schön, Sie wiederzusehen, Officer. Jetzt bleib stehen, Mensch. Jetzt sind wir nah genug dran, das sollte passen. Und... Halt! Nehmen Sie die Hände hoch! Zack, da haben wir ihn. So. Ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Jetzt bloß nicht weglaufen. Ich muss nämlich erst nachladen. Ich habe nichts getan! Er flieht nochmal. Nicht bewegen! Zack, zum zweiten Mal und jetzt kriegt er die Handschellen an. So. Handschellen aufgrund von... Ich verhafte Pflichten. Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Nein, bitte nicht, Officer. Doch, das tue ich. So, und jetzt nochmal. Alle guten Ich werde mit Dinge der Durchsuchung fortfahren. Frei. Bitte kooperieren Sie. Und, was haben wir? Deswegen bist du abgehauen. Wegen einem Springmesser? Gut. Also... Wegen ich muss Sie wegen Umweltverschmutzung mit einem Bußgeld belegen. Das kostet Sie $25. Warum ist das so teuer? Ja, damit man es nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. So. Ich halte Sie fest aufgrund von Trinken in der Öffentlichkeit. Ich halte Sie wegen Trinkens in der Öffentlichkeit fest. Das ist nicht wahr, Officer. Du hast die Flasche noch in der Hand. Ihren Ausweis bitte. Hier ist er. Da werde ich echt so frech belogen. Unglaublich. Okay. Gehen wir erstmal zurück. So. Dann gibt's den Strafzettel wegen Trinken in der Sie Öffentlichkeit. Sie bekommen einen Strafzettel und ein Bußgeld von bis zu $300 für Trinken in der Öffentlichkeit. Mein Anwalt wird sich darum kümmern. Jo, macht nix. Und ich muss Sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. Ich rieche Alkohol und so, das reicht alles aus. Lassen Sie mich in Ruhe! Und der Nächste, der flieht. Sag mal, wo sind wir denn hier? Halt! Hände hoch! Na? Alter. Also die Zielerfassung halt! Hier ist Hände hoch! Recht mies. Die kriegt direkt die Handschellen an wegen Flucht. Zack. Ich verhafte Sie, weil Sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Bitte tun Sie das nicht. Warum sie sagt, dass sie abhaut. Also, was wir jetzt bei der Durchsuchung finden. Ich werde mit der Durchsuchung fortfahren. Bitte kooperieren Sie. Und? Ein Springmesser. Okay. Ich brauche Verstärkung, um eine Person festzunehmen. Verstanden. Ich schicke die nächstgelegene Einheit an Ihren Standort. Dann gucken wir mal weiter. Wir sind immer noch auf der Suche nach Dealern. Hallo. Wow. Also, die Suche nach Dealern
gestaltet sich echt schwer. Egal, wo ich bisher war, diese typischen Spots finde ich einfach nicht. Das ist echt krass. Also, ja. Ihre Schicht ist um, Officer. Okay, wir haben Feierabend. Wo ist das Revier? Rum, runter. Okay. Ja, wir gehen hier lang. Vielleicht finden wir ja noch irgendwas. Moment, laufen wir richtig. Boah, so halbwegs. Hier vorne ist Stau. Gehen wir schon mal auf die andere Straßenseite. Ist das immer noch wegen dem Streifenwagen? Ja, ist es immer noch. Und die steht auch noch da. So, und hier runter. Naja, was soll man machen? Wenn wir keine Dealer finden, finden wir keine Dealer. Parko ist abgelaufen. Kennzeichen ist gültig. Von der Uhrzeit weiß ich jetzt nicht, ob er hier parken darf, aber abgelaufene Parkuhr haben wir. Zack, Nummer 1. Dann haben wir auch, dass er hier auf dem Bürgersteig steht. Zack, Nummer 2. Und hier drüben haben wir noch jemand, der Müll weggeworfen hat. Ich habe gesehen, wie Sie Müll auf die Straße geworfen haben. Das passiert doch jedem Mal. Frech. Geweitete Pupillen. So, dann das gibt einen Strafzettel für das Wegwerfen von Müll. Etwa 25 Dollar Bußgeld. So viel Geld habe ich nicht. Ist nicht mein Problem. Ich muss Sie durchsuchen, um festzustellen, ob Sie etwas Illegales bei sich führen. Rennt die auch? Rennt sie? Ich habe einen illegalen Gegenstand gefunden. So. Ich muss Ihren Ausweis sehen, bitte. Bitte sehr, Officer. Schauen wir mal drauf. Der Ausweis ist abgelaufen. Okay. Sie meidet Augenkontakt, ja. Gibt's, weil sie so frech war gerade, erstmal wegen dem abgelaufenen Ausweis. Ich muss sie mit einem Bußgeld wegen Mitführens eines abgelaufenen Ausweises belegen. Das macht zwischen 75 und 100 Dollar. Ach, kommen Sie schon, so viel? Yep. So, und dann verhafte ich sie aufgrund von illegalen Waffenbesitz. Müsste es eigentlich sein. Mitführens eines Springmessers. Ich muss sie wegen Mitführens eines Springmessers verhaften. Dies ist gesetzeswidrig. Bitte, tun Sie das nicht. Doch, tue ich. Durchsucht habe ich sie ja schon. Mitnehmen kann ich sie nicht. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Sehr schön. Dann können wir weiterziehen Richtung Feierabend. Na? Dealt. Los, dealt. Nicht bewegen, verstanden? Zack. Direkt mal erwischt. So. Aufgrund ich muss Sie wegen Flucht des Versuchs, vor einem Strafverfolger zu fliehen, festnehmen. Bitte tun Bitte Sie das dann. Nicht. Zack. So. Dann. Hat Drogen verkauft, jawohl. Darf Ausweis. Ich Ihren Ausweis sehen? Hier, bitte. Wir haben unseren ersten Dealer. Der hat auch schon eine ganz schöne Latte an Vorstrafen. Ich rieche Alkohol, okay. Jetzt machen wir eins. Wir nehmen die Handschellen kommen ab. Oh, danke.
Ja, weil ich will dich als Drogendealer verhaften. So, und zwar Handschellen wegen Betäubungsmittel, Besitz, nein, nein, Verkauf. Ich muss sie festnehmen. Was? Das gibt es doch nicht. Ey. Die also, Handschellen kommen ab. Oh, ne? Danke. Obwohl ich es gerade gesehen habe. Ich habe es gesehen, als ich rangezoomt habe hier. Da habe ich es auch bekommen. Also, ja. Ich verhafte sie, weil sie vor einem Strafverfolger geflohen sind. Ist... Bitte, nein! Das ist echt unglaublich. So, durchsuchen. Ich muss sie durchsuchen. Arbeiten Sie bitte mit mir zusammen. So, was hat er? Ja, Beutel mit weißem Pulver. Sehr schön. Dann, dafür gibt's ja nichts. Ich brauche Verstärkung, um eine verdächtige Person festzunehmen. Ich wiederhole, Verstärkung benötigt. Verstanden. Die nächstgelegene Einheit wird an ihren aktuellen Standort geschickt. Sehr schön. Und dann rennen wir jetzt nach Hause. Die beiden stehen da auch noch. Läuft. Aber die 10 Punkte da, obwohl ich ihn hatte, deswegen. Das ist eine Sache, das nervt. Hi. Ja, hey. Hi. Bin ich jetzt am Revier vorbei? Nee. Bin ich noch nicht. Immerhin etwas. Ich weiß nicht, wie wir das mit den Drogendealern... Ach, da war doch schon auf der richtigen Seite. Hinkriegen sollen, wenn wir die immer nur wegen der Flucht verhaften können. Das ist mir echt zu viel. So, Mütze ab, Feierabend. So. Ja. Die einzigen Minuspunkte, die wir halt gemacht haben, war, weil wir hier die Handschellen angelegt haben. Ja. Unrechtmäßig. Unglaublich. Unglaublich. Nun gut, das war's für heute. Ihr wisst, wie es funktioniert. Bewerten, kommentieren, abonnieren und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.